Tesla-Aktionäre verklagen den Elektroauto-Pionier und Unternehmenschef Elon Musk wegen Beschönigungen bei der Sicherheit und Effizienz der sogenannten Autopilot-Funktion. Tesla habe über 4 Jahre hinweg mit falschen und irreführenden Aussagen verheimlicht, dass die Technologie, die für mehrere tödliche Unfälle verantwortlich sein könnte, ein ernsthaftes Unfall- und Verletzungsrisiko darstelle, hieß es in der am Montag beim Bundesgericht in San Francisco eingereichten Sammelklage. Der Aktienkurs sei nach Unfällen im Zusammenhang mit dem Fahrassistenzsystem und Rückrufaktionen mehrfach gefallen. Es wird ein nicht näher bezifferter Schadenersatz für Tesla-Aktionäre für einen Zeitraum vom 19. Februar 2019 bis 17. Februar 2023 gefordert. Infolge der rechtswidrigen Handlungen und Unterlassungen der Beklagten und des drastischen Rückgangs des Marktwerts der Stammaktien hätten die Kläger erhebliche Verluste und Schäden erlitten, hieß es in der Klageschrift weiter. Tesla reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.